Ich sag's deshalb, weil unser nächster Narr kommt schon. Ne? Genau, die nächste. Ja? Sie ist weiblich, sie ist tierisch. Und heute an ihrem Valentinstag bestimmt sehr glücklich, es sei denn, ihr ständiger Begleiter macht ihr wieder mal einen Strich durch die Rechnung. Aber lassen Sie sich ganz einfach überraschen. Hier sind Sebastian Reich und seine legendäre Amanda. Einen wunderschönen guten Abend, Amanda. Valentinstag ist heute. Valentinstag? Valentinstag, der Tag der Verliebten, ja? Suchst du Stress? Produzierst du mich? Ich bin Single. Valentinstag ist für mich sowas wie der Volkstrauertag. Yes. Ach, jetzt komm bitte. Weißt du, ich kann dich auch noch so ein bisschen glücklich machen. Warum? Ich hab draußen noch so einen Glückskeks. Was ist das? So ein Glückskeks. Bist du einmal scheiße drauf, mach dir einen Glückskeks auf, oder was? Jetzt nein. So ein Glückskeks, ein Keks, der ist eingeschweißt in eine goldene Folie. Der ist eingeschweißt? Ja. In eine goldene Folie? Ja. Ein einzelner Keks? Ja. Lass das nicht die Greta wissen. Bitte, der ist schon immer eingeschweißt. Ach so. So, du nimmst den Keks, packst den aus, dann brichst du den in der Mitte auseinander. Das gibt doch Brösel. Na und, lass es doch bröseln. Sagt er jetzt. Wenn ich zu Hause sitze auf dem Sofa mit meiner Tüte Chips, ist der Erste, der rankommt. Es wird hier nicht gebröselt. Ich hol gleich den Staubsauger. Was ist das jetzt? Dyson. Ach, jetzt komm. Ja, Dyson. Jetzt hör auf. So, nein, ein Glückskeks. Ein Glückskeks macht unter Umständen wirklich glücklich. Hör mir auf, ich hab schon mal so ein Ding aufgemacht. Was stand auf dem Zettel drauf? Vertraue nur deinen Arsch, denn er steht immer hinter dir. Nein, das ist ja immer. Es gibt ja auch so Kekse mit intelligenten Sprüchen, ja? Was? Mit Hirn. Hirn? Intelligenz. 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 Sowas wie, es gibt zwei Worte im Leben, die dir alle Türen öffnen. Zum Beispiel, ja? Ziehen und drücken. Nicht, nein. Es gibt Geschenke. Geschenke? Ja, am Valentinstag, da freut man sich über Geschenke. Vielleicht hat der ein oder andere, ich hoffe es für Sie, heute schon ein paar schöne Blumen gekriegt, vielleicht mit einer schönen Karte drin, ja? Ja, die Karte würde ich nehmen, die Blumen kannst du behalten. Scheißegal, ob EC-Karte oder Kreditkarte. Komm jetzt. Pavel, beruhig dich. Guck, die hat eine schöne Perlenkette. Ja, Perlenkette, das wäre ein bisschen viel für einen Valentinstag, ja? Würde ich mich aber freuen. Habe ich dir schon mal erzählt, mein Onkel, der ist Perlentaucher. Nicht dein Ernst? Doch, der bekommt fürs Perlentauchen im Monat 1000 Euro. So sind die Unterschiede. Warum? Meine Tante, die taucht Pralinen in Schokolade in einer Pralinenfabrik. Die bekommt im Monat 2000 Euro. Christian Lindner von der FDP bekommt im Monat über 10.000 Euro und taucht nix. Wo sitzt die FDP? Ich hätte mich heute an deiner Stelle als Taucher verkleidet, ja? Es geht bald abwärts. Komm, das weißt du doch überhaupt nicht, ja? Ja. So, aber mal abgesehen abwärts und Politik, ja? Ja, was ist denn da eigentlich los in Berlin? Weiß ich doch, da wollen wir jetzt heute auch überhaupt nicht drüber reden. Wir wollen es heute ja mal ein bisschen anders machen, ja? Ja, was habe ich gelesen? Drum ist es gleich, weil heute Valentinstag ist. Hm? Die wollen sich im Juli schon wieder die Diäten erhöhen. Hab ich heute gelesen. Das ist denen ihr Valentinsgeschenk, ja? Will ja nichts sagen, ich habe von Diäten noch nie was gehalten. Und wenn sie erhöht werden, schon gleich gar nicht. Und wenn sie für diejenigen erhöht werden, die ihre Arbeit nicht machen, schon gleich 10-mal nicht, ja? Aber ich will mich nicht aufregen. Nein, nein, wir wollen nicht. Nein, wir wollen jetzt überhaupt nicht über Politik jetzt heute reden. Nicht? Nein. Du hast mir noch nie was geschenkt. Hör mal zu, was heißt, ich hab dir noch nie was geschenkt, ja? Ich möchte mal eines sagen, für das, was ich dir jetzt sag, da brauchst du ein bisschen Fantasie, ja? Fanta was? Fantasie. Hola du. Stinkefisch.
ich möchte dir das erklären, was du jetzt gerade sagst. Ich habe dir schon sehr viel geschenkt, nämlich in den letzten 10 Jahren schenke ich dir meine Stimme und mein Hirn, ja? Ja, darum fühle ich mich immer so hohl. Hallo, es ist heute Valentinstag, da kann man auch mal was Nettes sagen. Du bist Single, du bist auf der Suche. Schau mal, hier drüben, da sitzen sie wieder, ja? Jesus, wann sind sie da wieder hingekocht? Sehr elferart, ja? Ja. Sind schön. Schön. Ja, es ist Ansichtssache. Ja, Moment, vielleicht mit ein bisschen anderem Licht. Ja, jetzt ist schön. Ja, jetzt ist schön. Nein. Licht. Hallo. Ich sagte mal, nett sein. Valentinstag, du könntest mir hier, du hast die letzten Jahre immer so ein bisschen, ja. Ja, der Markus. Ja, kannst auch mal was Nettes sagen. Oder die Ilse. Guck mal, ich sag zu Ilse was Nettes. Ilse, danke, dass du mir dein Kleid vom letzten Jahr gegeben hast. Ja, das ist ja. Ja, was ist heute? Zirkus-Trotti? Nein, das ist nicht. Nein, das sind Federn, das ist Charleston, ja, 20er Jahre. Nein, Ilse, wir zwei, du und ich. Heute noch wollen wir tanzen? Ja, auch die macht es. Wir fegen den Söder vom Parkett. Ja, das ist. Soll's was Nettes sagen? Okay. Sag doch irgendwas Nettes mal zu irgendjemandem. Schau mal, da ist auch noch jemand, der hat dich letztes Jahr ein bisschen. Nein. Doch. Das ist ja Ludwig van Beethoven! Was schreist du denn so? Der war schwerhörig! Das ist. Nein, das ist doch nicht der Ludwig. Das ist der Ludwig Hartmann! Der Ludwig Hartmann! Och nein, guck mal, Sie haben sich gut gehalten. Sie sind 250 Jahre alt. Ist ja der Ludwig van Beethoven, der Ludwig Hart. Der hat, ich glaube, er hat was mitgebracht, ja? Nein, was hast du mitgebracht? Was ist das? Nein, och wie süß, eine Spieluhr. Dreh mal, was spielt die? Och, die Europa-Hymne. Da bin ich ja drauf. Da bist du drauf. Aber ich dreh mich ja gar nicht. Nein. Ist die verreckt? Kommt die aus China? Jesus, hol das Sakrotan raus. Jetzt hör doch. Hey, hallo, bitte. Das. Hallo, also. Weißt du was? Wenn das Ding kaputt ist, schenkt es doch dem Weber. Der ist doch von der EU. Der soll es reparieren und dann nehme ich's. Jetzt also. Da fällt mir noch eins ein, so apropos Europa-Hymne, ja? Pass auf. Freude, schöner Ludwig Hartmann, schönster Mann der Grünen. Was will ich mit einer Spieluhr? Schokolade würde mich versöhnen. Ja. So. So wird das nichts mit den Männern, Amanda, und drum schicke ich dich jetzt weg. Warum? Du hast heute noch ein großes Finale hier. Ein Finale? Ein großes Finale. Du musst dich jetzt umziehen. Ja, ja, ach, stimmt. Ich muss ja, hallo? Moment, schickst du mich jetzt weg? Ja, ich möchte heute mal jemanden Neuen präsentieren und drum schicke ich dich weg. Ja, ich suche nur einen Tänzer. Tänzer? Ja. Musst du nicht suchen, wir tanzen ja zusammen später, ja? Um Gottes Willen. Zwei Nilpferde beim Tanzen ist ein Nilpferd zu viel. Hallo, ich habe als Kind in der Purzelgarde getanzt, da bin ich gehüpft. Gehüpft? Du bist gehüpft? Ich hoffe, du hattest deinen Sport-BH an. So, es langt jetzt, ja. Ja, bis später, hinauf. Amanda. Dankeschön. Komm, wir bringen dich jetzt da hinten raus. Ja, ja. Unmöglich sowas. Nee, also ganz ehrlich. Langt jetzt aber wirklich, ja? Da ist dunkel da hinten. Dann mach dir Licht an. Ich rufe den Tierschutz. Bitte. So, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute jemand Neuen vorstellen. Es geht ja am Valentinstag auch immer ein bisschen übers Glück. Und ich möchte Ihnen heute einen Glücksbringer vorstellen. Und ich weiß nicht, was dem einen oder anderen von Ihnen in den kommenden Tagen passieren wird. Vielleicht gewinnt ihr mit dem Lotto, denn einem Glücksbringer so nah zu sein, wie das jetzt hier gleich auf dieser Bühne passieren wird, das ist, glaube ich, etwas sehr Seltenes. Die Rede ist von einem Marzipan-Glücksschwein. Er wird uns viele Fragen zum Glück beantworten können. Begrüßen Sie ihn heute hier, Veit Zöcher, mit einem herzlichen Applaus. Er ist zum ersten Mal bei Fastnacht in Franken. Herzlich willkommen, Herr Nick Pick. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Bitte? Verstehe Sie nicht. Verstehe ich auch nicht. Hä? Was? Folie. Hä? Folie. Ach so, die Folie. Ja.
Folie, Entschuldigung. So. Jetzt besser. Hier geht's besser. Gut, wunderbar. Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich, Herr Pick. Ich heiße Nick. Ich darf Nick sagen. Angenehm, mein Name ist Sebastian. Das ist mein Nachname. Was ist Ihr Nachname? Nick. Ach so, Sie heißt mit Nachnamen Nick. Wie ist Ihr Vorname? Pick. Moment. Sie heißen Pick Nick. Ich heiße Pick Nick. Und ich weiß nicht, was ich da zu lachen gibt. Gut, ich freue mich, dass Sie heute meiner Einladung gefolgt sind. Das ist fast nach den Franken. Ich bin mir sicher, Sie können uns viele, viele Fragen zum Thema Glück beantworten. Nö. Hört mal langsam. Sie kennen sich ja mit Glück aus. Nö. Aber Sie haben im Leben schon viel mit Glück zu tun gehabt. Nö. Sie haben schon Menschen glücklich gemacht. Nö. Sie werden doch irgendjemanden auf dieser Welt schon mal Glück gebracht haben. Nö, Noni. Bitte? Nö, Noni. Was ist denn Nö, Noni? Nö, noch nie! Ich möchte sagen, ich bin ein nicht sonderlich erfolgreiches Glücksschwein. Ja, aber das muss ja einen Grund haben. Hat es. Möchten Sie drüber reden? Nö. Manchmal hilft es aber, weil Sie können jetzt über ein Millionenpublikum können Sie über Ihr Problem reden, ja? Okay, ich erzähl's. Es war vergangenes Jahr, 5 Monate nach Silvester, da stand ich ganz allein, reduziert zum halben Preis, in einem verstaubten Supermarktregal. Ach, hören Sie doch auf! Und dann kam der große Moment und es hat sie jemand gekauft. Nö. Es wurde geklaut. Hat man den Dieb wenigstens gefasst? Nö. Sehen Sie, dann waren Sie doch ein Glücksbringer. Dann haben Sie dem Dieb ja Glück gebracht. Nö. Warum? Der sitzt jetzt im Knast. Was ist mit Ihnen passiert? Ich bin aus dem Rucksack gekullert und lag auf der Straße. Hat Sie jemand aufgehoben? Ein Bauarbeiter. Ein Bauarbeiter? Nein, da sind Sie auf einer Baustelle gelandet. Mhm. Und ist da was passiert? Nö. Nichts passiert? Nö. Sehen Sie, dann waren Sie ein Glücksbringer. Auf so vielen Baustellen in ganz Deutschland passiert tagtäglich etwas. Und wenn da nichts passiert, ist gar nichts. Da ist gar nichts passiert. Gar nichts. Sollte mal der Berliner Flughafen werden. Das heißt, Sie waren dann in Berlin? Richtig. Und dann ging es weiter nach Brüssel. Nach Brüssel? Ja, ich war der Glücksbringer für Manfred Weber bei der EU-Wahl. Das tut mir ja wirklich leid. Also um Gottes Willen. Ja, und jetzt sind Sie immer noch in Brüssel? Nö. Wo sind Sie jetzt? In Franken. Ach, Sie sind ja... Was machen Sie in Franken? Ich habe einen neuen Job. Was machen Sie in Franken? Uli, Uli, Uli. Ich bin der Glücksbringer des ersten FC Nürnberg. Haben Sie irgendwelche Zukunftspläne oder... Ja, natürlich. Ich bin jetzt der neue Glücksbringer für Katharina Schulze. Ja? Von den Grünen. Ein Geschenk von Markus Söder. So ist das. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber hier geht's um Spaß und Freude. Und Sie haben eine fürchterlich negative Einstellung zum Leben, ja? Falls Sie gerade versuchen, mich aufzubauen, es geht gehörig daneben. Ich möchte sagen, Sie müssen das Leben ein bisschen positiver sehen. Warum? Sehen Sie so, Sie sind ein Schwein aus Marzipan, das hat Sie noch niemand aufgegessen. Ja, mein Mindesthaltbarkeitsdatum ist auch schon lange abgelaufen. Nicht schon wieder so negativ. Wissen Sie, ich möchte Ihnen eines sagen, Sie sollen Menschen glücklich machen. Ja. Und nur wer selber im Herzen glücklich ist, der kann auch andere Menschen glücklich machen. In diesem Sinne uns allen noch einen schönen Abend. Hello! Dankeschön!
Dankeschön. Ja. Ein herzliches Dankeschön für diese glücklichen Minuten. Sebastian Reich und mit seiner neuen Figur Big Nick. Und natürlich der legendären Amanda, meine Damen und Herren. Auf alle drei ein dreifaches Franken. Hello. Amanda. Hello. Big Nick.